Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Als der Buddha so langsam gegen die 80 Jahre ging, hatte er langsam das Empfinden, die Kräfte dieses Körpers lassen nach. Und er bereitete sich und seine Schüler darauf vor, dass er bald geht. Und er hat es genau festgelegt, in 3 Monaten gehe ich ins Paranirvana. Bis dahin haben wir Zeit, einiges zu klären. Und ich kann euch abschließende Worte mitgeben. Ananda, sein liebevoller Assistent, hat ihn dann mehrfach gebeten, doch noch etwas länger zu bleiben. Er würde doch gebraucht. Was machen wir ohne dich? Und der Buddha pflegte dann immer zu sagen, ich habe euch alles gegeben. Es ist wie eine offene Hand. Ich habe nichts verheimlicht. Ich habe auch nichts dargestellt, was irgendwie mysteriös ist oder heimlich ist. Oder nur einige wissen können und andere nicht. Und ich lese euch die letzten Worte sozusagen vor, von der Geschichte her. Wenn ich das Englisch vorlese, können die meisten Englisch verstehen. Das macht's für mich im Moment einfacher. Die Übersetzungen aus dem Pali heraus sind im Englischen einfach moderner und mit größter Wahrscheinlichkeit korrekter als das, was uns im Deutschen vorliegt. These, Bhikkhus, are the teachings of which I have direct knowledge, which I have made known to you, and which you should thoroughly learn, cultivate, develop, and frequently practice, that the life of purity may be established and may long endure for the welfare and happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the benefit, well-being, and happiness of gods and men. Be earnest, because be mindful and of virtue pure. With firm resolve, guard your mind. Ich lese uns das jetzt hier heute vor, weil wir als Schüler von Thay in einer ähnlichen Situation sind. Aber eigentlich ungleich schwieriger und komplizierter. Die Tage hat mir Sister Chankong auf eine Anfrage kurz geantwortet. We have to behave like he is not there, while he is still there. It is a challenge for all of us, monastics and lay, sincere bodhisattvas, practitioners everywhere. We are trying to be Thay's continuation. Das ist, wo wir stehen. Und das mache ich uns heute in aller Ernsthaftigkeit deutlich. Denn, wie ich eben sagte, stehen wir nicht nur in der ähnlichen Situation, sondern in einer etwas schwierigeren Situation. Thay hatte und hat keine Möglichkeit, uns sozusagen letzte abschließende Worte mitzugeben. Er kann nicht sprechen, er kann nicht schreiben. Und diejenigen, die um ihn herum sind, Mönche und Nonnen, versuchen aus seiner Gestik und aus seiner Energie herauszulesen, was sie vielleicht tun können. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir uns jetzt zusammensetzen und uns mal anschauen, was heißt das, die Continuation sein? Was ist das? Mehr oder weniger genau. Das alles macht es für uns als Schüler von Thay schon ein wenig kompliziert. Aus folgendem Grund. Als der Buddha starb, war bereits selbst bei ihm innerhalb kurzer Zeit, in geschichtlich kurzer Zeit, 50, 100 Jahre, eine Flut von unterschiedlichen Belehrungen, von Schulen, von
Lehrern, von Meistern. Jeder hatte so irgendeinen Aspekt verstanden. Der eine legte da ein bisschen mehr Wert drauf, der andere da ein bisschen mehr Wert drauf. Und irgendjemand baute sich dann auf, das sage ich jetzt so ein bisschen salopp deutsch, zu sagen, also ich habe das so verstanden. Unter dem Aspekt, so ist das richtig. Und natürlich stand dann der Nächste auf und sagte, ja, aber ich habe aber gehört das. Und ganz schnell entstanden Schulen, unterschiedliche Richtungen, Kommentare. Und so ist der Buddhismus heute, nach gut 2500 Jahren, ein gewaltiges Lehrgebäude geworden mit sehr, sehr unterschiedlichen Ansätzen. Das ist also sozusagen normal. Und das muss uns auch deutlich sein. Wenn wir also sagen, Schüler von Thay, dann müssen wir hineinspüren, was ist das Besondere an ihm, denn er ist sehr besonders. Thay steht nicht auf einer, sagen wir mal, tibetischen Reinkarnationslineage. Das ist gar kein großes Problem, wenn da einer ausfällt, kommt gleich einer hinterher. Und ansonsten kann man auf die Kommentare von tausenden von Jahren zurückgreifen. Niemand kann eigentlich da irgendwie so massig gerade was einfallen lassen, nenne ich es jetzt mal wieder salopp, ja. Das wird alles abgetestet an den Kommentaren. Ich bin für eine gewisse Zeit mit dem tibetischen Buddhismus sehr in Verbindung gewesen, habe in Lama-Tsongkhapa-Institut südlich von Pisa vor einem tibetischen Lehrer gesessen. Und wenn der seine Teachings abgab, dann kam der mit den ganzen Kommentaren, bücherweise. Und die wurden erstmal da auf den Boden gekippt. Und dann fing er an. Das hat Thay alles nicht gemacht und da steht er nicht. Thay gilt auch unter Buddhisten als eine sehr ungewöhnlicher Lehrer, der in vieler Hinsicht sehr, sehr revolutionär gewesen ist und auch deswegen von sehr konservativen nicht so recht als Buddhist eingeordnet wird. Mit Recht. Denn er wollte das gar nicht sein. Er war es. In seinem tiefsten Herzen. Sister Changkong hat das mal so ganz leger gesagt, so wie sie so ist. Wir brauchen keine Buddhisten, wir brauchen Buddhas. Schön. Wir haben also die Aufgabe, uns mal hineinzuspüren, was ist so besonders an ihm, was ist so revolutionär. Und das meine ich damit jetzt nicht, dass wir uns absetzen gegen andere Schulen oder andere Ansätze, sondern einfach sagen, ja, Thay hat das so formuliert und sieht das so und das ist gut für uns so. Und wenn ihr was anders glaubt, ist das auch in Ordnung. Der wesentlichste Aspekt, auf den komme ich jetzt gleich, ist, dass Thay wirklich in einer faszinierenden Direktheit in Buddhas Fußstapfen gegangen ist. Wenn ihr ihn gesehen habt, ich weiß nicht, habt ihr ihn alle mal gesehen? Ne, der geht, wie er meint, ein Buddha geht. Und wahrscheinlich ist der Buddha auch so gegangen. Und der Buddha hat auch sich so aufgerichtet. Der Buddha hatte auch die Stille und die Präsenz. Und deswegen hier dieser erste Satz oder erste Teil des Satzes vom Buddha. The teachings of which I have direct knowledge. Das ist das, was den Buddhismus eigentlich grundsätzlich ausmacht, aber was heute nicht mehr so ganz nach 2500 Jahren Diskussionen im Vordergrund steht. Für Thay. Wir müssen uns wirklich gut damit auseinandersetzen, wenn irgendjemand ankommt und hat eine Vorstellung, eine Idee, wie es sein könnte, eine Philosophie und was es da alles so gibt im Buddhismus, zu sagen, Moment, direct knowledge.
Und dann kommt oft genug Schweigen. Was Tai vermittelt hat, war seine Erfahrung. Das ist Direct Knowledge. Knowledge ist nicht in Büchern nachgelesen und in Kommentaren, sondern das, was er direkt erfahren hat. Und das ist das Erste, wo wir seine Kontinuation sind. Die direkte Erfahrung. Ich gebe euch ein gravierendes Beispiel. Im Moment ist im vor allem westlichen Buddhismus ist eine große Diskussion oder wieder neu aufgetaucht, die Diskussion Wiedergeburt oder Nicht-Wiedergeburt. Und gehört Wiedergeburt nur zum Buddhismus oder nicht? Und da spalten sich die Lager. Und westliche Menschen haben ja eine besondere Art, sich zu diskutieren und in die Haare zu gehen. Aber als Buddhist ist man natürlich etwas freundlich bei der ganzen Geschichte, aber hart. Wer sich das mal anschauen möchte, ich glaube, unter YouTube gibt es einen wunderschönen Dialog zwischen Stephen Batchelor und Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ist aus Australien einer der stärksten Vertreter des theravadischen Buddhismus. Und für den ist also völlig klar, völlig unhinterfragt, dass das Ziel des Buddhismus ist, wiedergeboren zu werden. Und Stephen Batchelor versucht, sich da so ein bisschen rauszuwinden und erklärt dann, na ja, gut, also man weiß es ja nicht so richtig genau, wie gesagt, weil niemand da richtig Erfahrung drin hat. Ja. Einer unserer chinesischen Vorfahren, die waren auch schon so ein bisschen sachlich. Der hat mal gesagt, als ihn jemand fragte, wie ist es denn nach dem Tod? Leben oder nicht leben und so. Da hat er gesagt, er musste einen fragen, der es hinter sich hat. Das ist Tai. Und infolgedessen, wenn sich Stephen Batchelor da nur ein bisschen rauswindet und sagt, ja, das ist nicht mehr so ganz modern und das passt nicht zu dem westlichen Menschen und so, geht er eigentlich nur auf die Diskussionsebene ein. Und Tai hat ganz einfach gesagt, Wiedergeburt heißt, etwas von mir setzt sich fort. Ist das so? Das ist der einfachste, schlichteste Gedanke. Und du kannst jeden Tag gucken. Jeden Moment kannst du gucken, wie du dich fortsetzt. In deinen Worten, in deinen Werken, in deinem Blick. So, wie du dich verhältst, reagieren die anderen. Und damit bringst du etwas ins Rollen. Deswegen braucht man nicht unbedingt den buddhistischen Ausdruck Karma, sondern ganz einfach, ich bin ärgerlich und du dann auch. Ganz simpel. Das ist Wiedergeburt. Und das ist direkt erfahrbar. Dazu braucht es keine Philosophie. Dazu braucht es keine langen Ketten von Tod und Geburt und ich weiß was, nicht alles, sondern etwas ganz, 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 ganz Praktisches. Und diese einfache, schlichte, erfahrbare Ebene ist etwas, die wir in unser tägliches Leben bringen können. Wir können es erfahren. Und oft genug sehr schmerzlich. Wir hatten das eigentlich nicht vor. Aber irgendwas war offensichtlich so, dass wir das dann doch taten. Und dann setzen wir uns entsprechend fort. Vor Gericht oder wo auch immer. Ich hoffe, ich mache das deutlich, wie simpel das ist und wie sehr wir darauf achten müssen, dass das, was wir Praxis nennen, nicht irgendwelche Methoden sind, sondern Erfahrungen. Letzte Zeit bin ich selbst für mich zum Erstaunen noch auf etwas gestoßen, wie radikal Tai mittlerweile vorgeht. Als ich so die ersten Gedanken hatte, dass hier nun eine Sangha auftaucht und ich vor einer geballten Ladung von Praktizierenden sitze, dann habe ich mir gesagt, naja, dann sind ja alles Buddhisten. Dann fängst du mal mit dem klassischen Vokabular an. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich hoffe, ihr kennt das alles, ja? Ja? Ne? Auch schon nicht mehr so ganz, ne? Ja.
Also für mich ist das sozusagen noch ins Blut eingehämmert. Und dann auch auf Pali. Und ich erzähle euch das gerade, wo ich damit angefangen habe. Ihr werdet das nicht glauben. Einige von euch wissen ja, dass ich in meiner ersten Grundausbildung Schüler von Bhagwan Osho Sri Rajneesh war. Und als Helga 1983 dann das erste Mal mit dem Wagen nach Rajneeshpuram fuhren, das war die ganz, ganz große Community in Oregon, im Nordwesten von Amerika. Da tauchte nach langer Tagesreise auf Staubpisten mitten in der Steppe von Oregon ein riesiges Monument auf. Alles fein, simpel in Marmor und goldenen Lettern. 2x3. Nichts zu übersehen. Und darauf stand Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. Und jeden Morgen, unsere Praxis bestand ja aus Arbeit von morgens 7 bis abends um 10, durchgehend geöffnet. Wenn wir uns als Teams zusammen trafen, ganz egal wo, im Büro oder auf dem Feld irgendwo, ehe irgendetwas begann, haben wir uns alle verbeugt und miteinander intoniert Buddham Sharanam Gacchami. Thay wurde in einem Interview gefragt, du hast die 5 Achtsamkeitsübungen so mittlerweile völlig anders formuliert, als es klassischerweise die Shilas sind. Und da gibt es jetzt auch gar kein Refuge, kein Zufluchtname mehr. Heißt das, dass die Shilas, dass man für die Übernahme der Shilas kein Buddhist sein muss? Vielleicht wissen das einige von euch nicht. Man wird erst Buddhist, wenn man Zuflucht nimmt. Und diejenigen, die von euch das nicht gemacht haben, ihr seid keine Buddhisten. Ich hoffe, ihr überlebt das. Ja. Aber klassischerweise sagt auch die Deutsche Buddhistische Union, du wirst Buddhist dadurch, dass du Zuflucht nimmst. Weiterhin nicht mehr. Radikaler kann man es eigentlich nicht machen. Und er hat ganz klar gesagt, um die Shilas zu übernehmen, um die Achtsamkeitsübungen zu übernehmen, muss man überhaupt nicht Buddhist sein, wirklich nicht. Um Mitgefühl, Liebe, Verstehen, Geduld und Stabilität des Geistes zu kultivieren, muss man kein Buddhist sein. Das kann jeder Mensch. Und das ist etwas, was für mich nicht nur revolutionär ist, sondern das öffnet den Geist. Es öffnet den Geist für unsere Welt, in der wir leben. Und wir alle müssen, vor allem die Älteren, müssen immer wieder ein bisschen aufpassen, wie weit steckt nicht doch in uns sowas Buddhistisches aus irgendwelchen Belehrungen in den Knochen. Und dann müssen wir genau mal hinschauen. Das hat schlimmstenfalls der Thay schon lange abgelegt. Es ist also nicht einfach, seine Kontinuation zu sein. Das will ich euch damit nur sagen. Er gilt in Amerika als einer der führenden Persönlichkeiten eines neuen Buddhismus, eines westlichen Buddhismus. Gibt es auch einen Ausdruck für. Und Thay ist mutig genug, alles das, was er erfahren hat, was auf dem buddhistischen Boden steht, zusammenzufassen und uns weiterzugeben. Aber das ist schon ein gewaltiges Werk geworden. Und das Erste, worauf ich euch hinweise und was ich euch bitte und euch inspirieren möchte, spürt hinein. Setzt euch zusammen, nehmt die Älteren und die Jüngeren und fragt euch, was ist es eigentlich? Was ist es, wo man sagen kann, da setzen wir den Thay fort? Denn fragen können wir ihn nicht mehr. Und wir alle, die seine Bücher gelesen haben und vor ihm gesessen haben, wissen, dass es nicht so ganz einfach ist, da
so nach deutsch-europäischer Form ein System herauszufinden. Thai liebt keine Systeme, Asiaten überhaupt nicht. Und es liegt also an uns zu sagen, da spüre ich ihn, da sehe ich ihn förmlich, da sitzt er und ich bin jetzt in seinen Fußstapfen. Das ist die erste Aufgabe. Und ihr habt einige Ältere unter euch, damit meine ich also jetzt nicht im Alter, sondern im Geist und in der Praxis. Aber die Jüngeren können da unglaublich wirkungsvoll sein. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn ein jüngerer Mensch fragt, warum macht ihr das denn? Und keiner weiß warum. Ja, das haben wir immer so gemacht. Thais Kontinuation ist eine Kontinuation im Geist, ist eine Kontinuation in der Erfahrung und nicht in der Form. Man kann sich die Form so ein bisschen als Korsett anziehen, aber es hat mit Thai überhaupt gar nichts zu tun. Seid euch darüber immer im Klaren. Wenn ihr euch so an die Plum Village Form haltet, dann ist das nur so etwas so ein bisschen, so als wenn man auf einem Boot sitzt und man hat so die Wände und alles Mögliche, so gibt so ein Gefühl von Gebäude ab. Aber das ist nicht Thai. Thai hat für sich auch erfahren, dass wir Begriffe, Formulierungen aus dem Buddhismus in die Erfahrung bringen müssen. Und das ist möglich. Dein erster Schock den traditionellen Buddhisten gegenüber war, als er vor vielen, vielen Jahren auf einem deutschen buddhistischen Kongress in Berlin im Plenum saß vorne mit vier anderen mindestens Erleuchteten. Und es kam die Frage auf, was ist Nirvana? Also das ist eine Frage, oder? Ja. Und darüber gibt es also mehrere Zentnerbuch und unterschiedliche Vorstellungen und Definitionen und Begriffe, was nun Nirvana nun eigentlich wirklich sei. Und da saß also dieser kleine braune Mönch so ganz still und irgendwann, als nun alle sich langsam errichten, was es denn nun wirklich sei, kam der Moderator auf die Idee, den Timer zu fragen. Und er wartete jetzt also nun die letzte endgültige Definition. Und Thai nahm ein Glas Wasser, hob es an, setzte es an und trank es und setzte es ab und sagte, das ist Nirvana. Und wenn wir wirklich hineinschauen, was der Buddha erzählt hat, dann ist es das. Nirvana ist ein geistiger Zustand, in dem keinerlei Gedanken, Vorstellungen, Erfahrungen aus dem, wie wir sagen, konditionierten Bewusstsein vorhanden ist. Manchmal wird es jetzt im europäischen, amerikanischen genannt, reines Gewahrsein, reines Bewusstsein. Frei, offen, wach, da. Das ist Nirvana. Alles Nirvana heißt erlöschen, ist also ein simpler Begriff aus dem bäuerlichen Indien. Wenn eine Glut erlöschte, sagt man, das ist jetzt Nirvana. Also kein besonders philosophisch-esoterischer Begriff. Den hat Buddha übernommen. Und erlöscht sind die ganzen Begierden und der Ärger, diese ganze Energie, die uns persönlich täglich treibt. Und das zeigt auf einen ganz bestimmten Aspekt von Thai hin. Praxis ist immer nur ein Weg zur Erfahrung. Wenn es keine Erfahrung mit sich bringt, ist es leeres Gehabe. Wenn ich also in einer bestimmten Art und Weise gehe, und das kann ich meinetwegen Gehmeditation nennen oder auch sein lassen, sondern wenn ich, wie er uns immer wieder bitte, von diesem Raum zu jenem Raum, von Haus zum Busbahnhof oder wie auch immer, gehe,
dann erfahre ich in diesem Gehen einen bestimmten Zustand, von dem er die Erfahrung gemacht hat. Da bin ich im Frieden, da ist alles in mir gestillt, da ist alle Hetze und alles Treiben ist dann weg und ich bin einfach da, bin mit den Schritten und bin in der Erfahrung von Frieden. Und Frieden ist ein Begriff von Nirvana. Wenn ihr das mal alles nachlesen wollt, wenn ihr aber die Kontinuation von Thai seid, schaut ihr nach, habe ich die Erfahrung. Und wenn ich also gehe und habe nicht die Erfahrung des Friedens, der Stabilität und der Ruhe, ist meine Praxis nur leere Form. Weiter nichts. Und so geht uns das mit ganz vielem. Hier in diesem ursprünglichen Ausdruck von, offensichtlich von Buddha, taucht etwas auf, das heißt, be heedful heißt das. Oder aber auch, be diligent. Das, was ich euch gelehrt habe, praktiziert das. Und zwar bemüht euch, tut was dran. Da gibt es etwas zu erreichen. Das Nirvana, die Todlosigkeit, einen Geisteszustand, der kein Leiden mehr hat, kein Dukkha. Das gibt es zu erreichen. Und bitte strengt euch jetzt ein bisschen an. Das sind alte Texte. Und mittlerweile gibt es im Westen Menschen, die sagen, Moment, da haben wir doch mal diesen kleinen, stillen, braunen Mönchen gehört, der sagt, wenn du dich anstrengst, wenn du was willst, wenn du dich unter Druck setzt, tust du das Gegenteil, was die Praxis möchte und kann. Und das ist das Nächste, wo es uns als Europäer und als westliche Menschen immens schwer fällt. Wie können wir denn jetzt die Praxis durchführen, ohne nicht irgendwo da hinten das Ziel zu haben? Und noch einmal, wenn ich also jetzt höre, wenn ich so gehe in Frieden, dann sage ich, okay, dann wollen wir mal. Und dann werde ich mir schon einen Schritt angewöhnen, ja, von dem ich dann sagen kann, naja, so müsste es eigentlich gehen, oder? Das ist nicht, was Thai macht. Für Thai ist alles umzusetzen in Erfahrung. Und deswegen hat er immer wieder gesagt und sagt auch immer wieder, Praxis ist nichts Schwieriges. Man muss nicht erst jahrelang praktizieren, um da irgendwie was zu erfahren. Wie es in vielen buddhistischen Schulen normal ist. Es gibt so ganz lange Trainings. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch früher da Wert drauf gelegt habe und habe sogar was davon erzählt, dass ein Retreat sowas ähnliches wie ist wie ein Trainingslager. Und habe das auch selbst so gemerkt. Nicht, dass es daran liegt, dass ich nun etwas älter werde und nicht mehr so flott bin im Sprint, sondern ich habe verstanden, wirklich tief begriffen, das kann es nicht sein, das ist es nicht. Thai macht uns immer wieder darauf aufmerksam, vom Buddha darauf hingewiesen. Praxis heißt nicht, da hinten ist es. Dann lebst du wieder in einer Vorstellung. Und dann bleiben wir in diesem Geist. Naja, eines Tages werden wir es schon können. Das ist unser weltliches Denken. Das gilt im Spirituellen nicht. Das ist eine große Herausforderung. Wir merken das schon an so einfachen Übungen wie dem Sitzen. Da setzen wir uns also hin. Und Thai hat uns also auch schon erlaubt, wir müssen nicht im vollen Lotus sitzen, auch nicht unbedingt im halben, nämlich im gar keinen. Und er nennt das dann so etwas poetisch den Chrysanthemensitz. Also beliebig, schön blumig, aber nicht hängen. Also da ist er auch wieder klar.
Das hat schon etwas mit Würde zu tun. Und dann erlebst du sitzen. Mehr nicht. I enjoy sitting. Habt ihr sowas schon mal gehört, ja? Oder I enjoy breathing. Ja. So einfach ist das, mein Detail. Und wir kommen da eigentlich irgendwie nicht so richtig dran. Weil wir nämlich die Vorstellung haben, wie das ist, das Sitzen. Und wie der Atem sein muss. Und dass da keine Gedanken mehr sein müssen. Und ich weiß was nicht alles. Thai kommt aus einem anderen Geist. Er hat diesen grundsätzlichen Druck, etwas erreichen zu wollen, abgelegt. Und ihn ersetzt durch eine Erfahrung. Und das ist etwas, was wir in unser tägliches Leben bringen können. Wir müssen nicht unbedingt irgendwelche Techniken und sonst was durchführen. Und ihr hört, diejenigen, die länger mit dem Buddhismus vertraut sind, auch unsere alten chinesischen und japanischen Meister. In dem Moment, wo du dich unter Druck setzt, praktizierst du nicht mehr. Denn Praxis heißt nicht unter Druck kommen. Aber die Antwort von Thai ist noch viel griffiger und einfacher und nachvollziehbarer. Es geht nicht darum, beim Sitzen nicht unter Druck zu kommen, sondern es geht darum, das Sitzen zu lieben. I enjoy sitting. I enjoy breathing. I enjoy drinking my tea. Wenn ich die Tasse leer habe, denke ich dann immer ab und zu an ihn. Also Moment, da haben wir ja schon wieder was verpasst. Habe ich den nun ausgetrunken oder nicht? Weiß nicht, ob euch das auch noch so geht. Aber irgendwie habe ich dann immer stärker so das Empfinden, also die Sache mit der Kontinuation, die hat wohl noch etwas, muss noch mal gut überdacht werden, ne? Und praktiziert werden. Thai steht da auf einem, oder sagen wir mal, ich habe einen Spruch mal gefunden aus der frühen Community-Bewegung in Amerika, aus den 70er, 80er Jahren. Der passt so schön, vielleicht kann man sich den merken. Wieder auf Englisch. Fashioning from the dream of tomorrow, the reality of today. Das heißt, ich habe einen Traum, ich habe eine Vorstellung und ich schaue hinein. Was davon kann ich jetzt ausführen? Sonst bleibt's etwas, wo wir hinterherlaufen. Und so hat die Community-Bewegung in Amerika angefangen. Und wir alle wissen, wie schwierig das ist. Wir sind immer wieder am, jetzt muss ich aber doch. Und ich sollte aber doch. Und so wie ich bin, ist es nicht in Ordnung. Und dann hat er wieder dagegen gesetzt, nur schau doch bitte mal hin, wie viel in Ordnung ist. Er hatte sie überall versucht, uns herauszubringen aus diesem Vergleichen, aus dem Druck, aus dem Machen müssen. Und es ist nicht einfach. Wir sitzen zu sehr in unseren sozialen Mustern von erreichen müssen, erreichen wollen, sein müssen, anders sein müssen und ähnlichem mehr. So dass es ganz viel Hinspüren braucht. Und ihr als Sangha könnt euch hinsetzen und sagen, wie kommen wir da raus, aber nicht in dem Sinne, dass wir es jetzt nicht mehr tun, sondern dass wir was anderes machen. Dass wir es direkt irgendwie was anderes erleben. Wenn ihr seht, wie Thai über die Wiese geht, dann ist er, wie er sagt, im Nirvana, im Königreich Gottes. Und wenn wir das könnten, Anführungszeichen, da haben wir schon wieder, ja, wären wir seine Kontinuation. Und damit komme ich jetzt noch auf einen dritten Aspekt von Thai. Wenn Thai immer wieder darauf hinweist, I love it, I enjoy it, dann kommen wir aus einem anderen Geist, in dem wir praktizieren, ja. Wir suchen also nicht danach zu lernen, wie man praktiziert, sondern wir suchen danach, aus welchem Geist heraus, aus welcher Motivation, aus welchem Bestreben heraus
ich praktiziere. In klassischer Weise ist es das Bestreben, Dukkha zu überwinden. Das kann man machen, aber da ist man ganz schnell wieder dabei, herauszufinden, hat das jetzt geklappt? Ja, habe ich jetzt weniger Dukkha? Macht dann Strichliste abends, sagt, naja gut, 5% weniger. Klappt also, ist nicht Thais Ansatz. Thai kommt als nicht nur als Asiat, sondern als wirklich ein sehr feinfühlender Mensch aus einem anderen Geist, auch sicherlich bedingt durch sein Erleben im Krieg. Und für mich übersetzt sich das in ein sehr einfaches Wort, was ich liebe, was ich mehr und mehr durchführe, was ich in der Form nur im Englischen kenne, und das heißt to care. Wisst ihr, was das ist, to care? Ins Deutsche übersetzt heißt das Fürsorge, ist aber ein schlechtes Wort. Man schwingt so richtig die Sorge drin. Im Englischen wird es offensichtlich aus dem Lateinischen übernommen und heißt to care. Und in diesem care schwingt etwas mit, für diejenigen, die Latein mal gelernt haben, von Carus. Und Carus ist lieb und teuer. Das heißt, mir ist etwas lieb und teuer. Und ich kümmere mich darum, wieder schon das deutsche Wort Kummer. Ja, I care for that, sagt man im Englischen. Ja, das heißt, meine Seele geht dorthin. Das ist wie ein Bedürfnis. Aber das ist kein angelerntes Bedürfnis. Das ist etwas, was in uns tief verankert ist, dieses Care. Und im Englischen sagt man sogar schon einen Caregiver und einen Caretaker. Das ist der Ursprung unseres Wesens, to take care. Ganz interessanterweise hat Heidegger in Sein und Zeit geschrieben, die grundlegende Energie des Universums ist Sorge. Positiv, ja, Care. Wenn wir nicht füreinander sorgen würden, wären wir alle nicht hier, da hätte uns unsere Mutter schon lange in den Müll geworfen. Was ja auch manche machen. Da ist dieses Bedürfnis, aber kein Bedürfnis, was ich erst lernen muss, sondern ein ganz tiefes, in uns liegendes Care. Und dieses Care müssen wir zum Teil wieder entdecken. Ich gehe auf eine ganz einfache Form oft genug hin und sage, guck doch mal nach, wie deine Schuhe aussehen. Gib denen doch ein wenig Care. Ja, und das ist heute verloren gegangen, weil man sagt, also die Zeit, wo ich die putze, mache ich lieber was anderes, verdiene ich mehr Geld und kann ich mir neue kaufen. No, I care. Und wenn wir das in das tägliche Leben langsam hineinbringen, dann verstehen wir, wenn so Buddhisten anfangen, da so ein Käferchen über die Straße zu tragen und aufpassen müssen, dass sie nicht in der Psychiatrie landen. I care. Ich sorge mich darum, aber nicht im negativen Sinne. Alles, was um mich herum ist, I take care. Wenn ich sehe, dass da irgendwo im Haus Blumen die Flügelchen hängen lassen, dann nehme ich das Wasser und gieße. I care. Ich muss nicht erst fragen, wer ist dafür zuständig. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, to care. Türen zuzumachen, Licht ausmachen und all die ganzen Geschichten, wovon die sogenannte Plum Village Tradition voll ist. Wenn das aber nicht von innen her kommt, ist es leer. Und wenn ich das jetzt in die Praxis, in die Spiritualität hineinbringe, dann ist das Erste, für was ich Sorge trage, mein Geist. Ist das, was ich bin. Mein Geist ist, um den ich care. Und unser Geist, das ist uns allen bewusst, ist schon manchmal etwas kurioses Energiefeld, ist es so. Dieser Geist ist im Wesentlichen eine konditionierte Anhäufung von sich widersprechenden Dingen, von Vorstellungen und Ideen. Und das ist das, was der Buddha gesagt hat. Das erzeugt Dukkha. Das heißt, wenn du irgendeine Vorstellung nur hättest,
aus Dukkha rauszukommen, nur weil du mal zufällig ein buddhistisches Buch gelesen hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als diesen konditionierten Geist nicht mehr zu benutzen. Glaubt bitte nicht, dass man den in irgendeiner Weise rosa-rot färben kann. Das hat sich im Zuge der Psychologie eingebürgert. Da ist was dran, das ist alles nicht der Punkt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt, den der Buddha gefunden hat, war, ich benutze den nicht. Und Thai ist also in der Beziehung also schon so, wie sagt man so schön, outrageous. Wirklich outrageous. Klassische Buddhisten gehen davon aus, dass ein Buddha dadurch definiert ist, dass er kein Buddhist, keinen konditionierten Geist mehr hat. Und zwar deswegen, weil er, wie viele Lebenszeiten auch immer, das können also so viele sein, dass wir die Zahlen nicht schreiben können. Das sind also Kalpas, was immer das auch sein mag. Ja, also mindestens 5 davon, wenn nicht noch länger. Ja, an seinem konditionierten Geist so gearbeitet hat, dass der dann endlich und endgültig frei ist. Und das ist natürlich schwierig. Ja. Ich meine, niemand von uns fängt jetzt ganz frisch an. Wir sind ja alle wiedergeboren. Da hilft ja nichts. Ne? Aber wie viele Lebenszeiten wir so hinter uns haben, ist sehr schwierig rauszufinden. Und wenn wir so richtig hängen, dann können wir sagen, na ja, also sitzt du immer noch im ersten Kalpa. So, das ist die klassische Vorstellung des Buddhisten. Ein Buddha ist also frei davon und hat lange daran gearbeitet. Der letzte Verkaufsschlager ist, wir haben jetzt die Methoden in one lifetime. Frisst du das freigebügelt. Jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Es gibt eine Geschichte, nachdem der Buddha seine Erfahrung gemacht hatte unter dem Bodhibaum, dass es da im Buddhismus auch so etwas geben soll wie den Teufel. Der heißt aber dann nicht Teufel, sondern Mara. Und Mara ist eigentlich nichts anderes als dieser Geist, der uns zweifeln lässt. Also der Rest, der noch hinten drin steckt. Der uns fragen lässt, bist du sicher? Wenn das die Nachbarn wüssten und so. Und so kam also nun Mara, figurativ, und hat, so wie bei Land Jesus auch, diesen Menschen verführen wollen. Hat ihn also beschossen zum Beispiel und hat darauf gewartet, dass der jetzt in Ärger verfällt. Und er hatte zum Beispiel ganz modern, ja, also seine ganzen lieben, schönen Töchter aufgereiht, die in einer bestimmten, lasziv heißt das, glaube ich, heute, ja, Form den Buddha irgendwie so aus seiner Mitte kriegen wollten. Und Ähnliches mehr, ist ganz spannend zu lesen, was es damals schon an Ideen gab, wie man verführt werden kann. Und das Bild von, was dann gebraucht wird, war von den Pfeilen her übernommen, wenn der Mara schoss, dass dieser Pfeil auf den Buddha zuging und vor ihm herunterging als Blume. Als ich das erste Mal, das war 92, 93, von Thai hörte, dass das ein Buddha ist, war ich erstmal klassisch buddhistisch schockiert. Ein Buddha hat also noch all diese Samen, in Anführungszeichen, aber er benutzt sie nicht. Er könnte. Aber er tut's nicht. Und wenn wir genau hingucken, ist das eine immense, revolutionäre und erleichternde Form. Und ich sage es mir und all denen, die mich immer fragen, ja, wann ist dann dieses Kribbeln aus dem Magen weg? Wann ist dann dieser kleine Impuls? Wann ist er denn weg? Wann ist es soweit, dass ich ganz frei bin davon? Und ich sage immer ganz schlicht und einfach, nie. Wirklich nie. Und es besteht auch gar keine Veranlassung, da an sich rumzubügeln. Das kriegst du nie raus. Alle Neurophysiologen machen uns klar, das ist dermaßen tief in unser limbisches System, so nennt man das, eingegraben, dass du dir jede Mühe sparen kannst, das da rauszukriegen. Aber die Praxis heißt, du benutzt das nicht. Ist das nicht faszinierend? Wenn wir das also tief verstehen, dann müssen wir uns natürlich fragen, ja, was kann ich denn nun machen, dass ich es nicht benutze?
Und das heißt also, ich muss in einen Geistzustand kommen, dem das nicht zur Verfügung steht, der das nicht hat. Und das ist unsere Praxis. Immer wieder in diesem berühmten Moment in das Hier und Jetzt kommen. Immer wieder in das sogenannte Nirvana. Immer wieder in diesen, heute heißt das Zero Point, hineinzukommen. Sozusagen rauszutauchen in den neutralen Grund, der uns zur Verfügung steht. Das können wir teil glauben, denn wir können es nachvollziehen. Und wenn ich aus dem heraus operiere, operiere ich mit einem anderen Geist. Verstehen, Wohlwollen, Mitgefühl, die zu diesem Geist automatisch gehören. Es hat sich mittlerweile in buddhistischen Kreisen auch umgesprochen, dass das der Weg ist. Es gibt keinen Meditierenden seit 2500 Jahren, der dann, wenn er sozusagen in das reine Bewusstsein kommt, dort in der Tiefe Ärger findet. Geht nicht. Wenn ich dort in der Meditation noch auf Ärger komme, bin ich noch im Abarbeiten meines konditionierten Geistes. Bin noch nicht drunter weg. Aber das Wesentlichste ist natürlich, und das ist die große Schwierigkeit, also zumindest mal für mich, dass ich diesen Zero Point nicht immer im täglichen Leben halte. Könnt ihr das nachvollziehen? Da bist du nicht so ganz im Hier und Jetzt, ne? Und wenn man nicht so ganz im Hier und Jetzt ist, dann holt man doch noch so den Mara hinten raus. Die Verurteilung, das Ablehnen, das Bewerten, dieses Warum denn ich und wie, was sollen die denn denken, all das ist noch da. Und dann reagieren wir entsprechend, oder? Deswegen ist dieser letzte Punkt für in der Nachfolge von Thay schon die größte Herausforderung. Dass er das kann, habe ich gesehen und habe ich erfahren. Selbst dann, wenn ich meine, er wäre doch noch so ein bisschen in das konditionierte Bewusstsein gerutscht, indem er mal ordentlich auf den Tisch gehauen hat, dann war das notwendig. Das konnte ich nachvollziehen. Das war Weisheit, Klarheit, Sachlichkeit. Das war Manjushri, während er normalerweise Avalokiteshvara ist. Nach all dem, was ich uns erzählt habe, ist es also ein ganz bestimmter, einfacher Praxisweg, den er uns mitgegeben hat. Wirklich. Und so einfach, wie er ist, ist er unglaublich herausfordernd. Es sieht so viel einfacher aus, wenn wir den Weg gehen der Psychologie und es hier ein bisschen dran arbeiten und da ein bisschen dran arbeiten. Und ja auch noch mal ein bisschen gucken, was ist denn nun gut und was ist schlecht. Und Thay hat früher damit auch angefangen. Er hat viel erzählt vom Pruning, vom Beschneiden, ja, das Schlechte raus und das Gute erhalten. Ihr kennt das alles, ja, watering the seeds, oh, und. Das ist Vorfeld. Das ist wirklich nur Vorfeld. Und sicherlich müssen wir das in gewisser Weise tun, damit wir dann auch loslassen können davon. Wenn wir so richtig festsitzen in unserer, wie man buddhistisch sagt, Anhaftung an unser Ich, wird schwer. Und deswegen lesen wir immer wieder die Sutra über den besseren Weg, allein zu leben, die da heißt, du bist deine Vergangenheit, aber eigentlich nicht. Wenn du dich damit identifizierst, agierst du auch daraus. Das ist die ganze Kunst. So, das waren so ein paar kleine Gedanken von mir. Ging eigentlich ganz gut mit der Stimme. Wenn wir uns also fragen, was ist eine Sangha? Und das steht ja immer wieder mal so im Raum. Dann muss uns auch immer eines klar sein. Sangha heißt Zusammenkommen, Versammlung, mehr nicht, grundsätzlich erstmal. Das Pali-Wort heißt Zusammenkunft. Und wir benutzen jetzt mittlerweile gerne das Wort Gemeinschaft. Das heißt also, das Wort Gemeinschaft ist so ein bisschen klarer, was uns zusammenhält, ist, wir haben etwas Gemeinsames. Und wir haben die Liebe,
die Fürsorge für unseren Geist. Wir haben die Praxis im Sinne der Erfahrung. Und wir haben den Geist, der aus dem Ganzen herauskommt, von Wohlwollen, von Mitgefühl, von Klarheit. Das alles ist, was uns gemeinsam verbindet. Und da ist es sicherlich so, dass es einige schon etwas konkreter können und einige beginnen noch erstaunt zu sein, was man da so alles machen kann und worum es eigentlich geht. Und so ist also eine Sangha immer ein organisches Gebilde von Menschen, die das schon ein wenig mehr ausführen und in der Kontinuation stehen und andere, die sich in irgendeiner Form dorthin gezogen fühlen und in diesen, ich sage es immer, ins Bewusstseinsfeld von Menschen hineingehen, um sozusagen inspiriert zu werden. Das Entscheidende ist also, dass es in einer Sangha Menschen geben muss, die in den Fußstapfen stehen. Oder zumindest mal nicht ständig daneben treten. Wenn es die nicht gibt, kann es ja keine Sangha sein. Ja, dann ist es, wie Timer sagt, der Club of Friends. Jeder erzählt dem anderen, wie schlimm das alles ist. Und im schlimmsten Falle liest man in der Bildzeitung nach, wie die Welt aussieht. Das ist keine Sangha. Eine Sangha braucht immer Elders. Das sind also jetzt keine mit 70 oder 80, sondern einfach Menschen, die schon so ein bisschen eher fragen können, einen Moment, ehe wir jetzt weiter diskutieren, sind wir noch am Dharma oder was machen wir gerade? Oder sind wir jetzt sozialpolitisch unterwegs? Um was geht es hier? Geht es hier um den Buddha oder um die Merkel? Ganz simpel. Und immer wenn wir merken, wir rutschen weg in so ein normales Gerede, dann muss es irgendjemand gehen, der auf die Glocke haut, aber ganz fürchterlich. Und dann entsteht langsam, und das ist meine Erfahrung, ein Bewusstseinsfeld, so nenne ich das hier, so ein Energiefeld, ein Achtsamkeitsfeld, eine Energie, die du spürst, eine Gruppe, hat im Wesentlichen eine andere Energie. Im Englischen sagt man heute a higher vibration. Wir schwingen anders. Wir sehen die Dinge auch anders. Da, wo sich andere so fürchterlich aufregen, da könnten wir oft genug sagen, na und? Oder ich liebe es immer, wie meine Italiener dann sagen, così. Ein Freund von uns, ein lieber Freund, hat uns die Tage mitgeteilt, dass seine Frau an Brustkrebs erkrankt ist und jetzt durch die ganze Mühle von Operationen und Chemo durchläuft. Und dann einfach mit dem einfachen Satz geendet hat. Jede, ich weiß nicht, glaube ich, achte Frau in Deutschland hat Brustkrebs. Warum meine nicht? Und so sieht sie das auch. Da setzt die Praxis an. Aber die Praxis jetzt nicht im Sinne von praktiziert, so zusammengerissen, sondern von innen her verstanden. Das ist das Leben. Das Leben ist unbeständig. Das Leben ist Interbeing, oder wie ich das immer gerade nennen mag. Und niemand von uns ist von diesen berüchtigten Elementen wie Alter, Krankheit und Tod ausgespart. Keine Hoffnung. Und je eher wir das tief eingeankert haben in unser Bewusstsein, umso einfacher wird das. Praxis ist also als Sangha etwas, das heißt, wir stehen zusammen im Dharma. Sonst sind wir keine Sangha. Wenn wir das haben, wenn wir das spüren, wenn du in den Raum reinkommst und spürst diese Energie von Wachheit und Klarheit und Bewusstheit, dann kann man auch nochmal miteinander wandern gehen. Aber nicht umgekehrt. Schön aufpassen, dass wir nicht bürgerliche Vorstellungen von Gemeinschaft mit einer Sangha verwechseln. Alles kann man machen. Und als wir in Plum Village lebten, haben wir als Community, als Sangha, damals das Wochenende unterwegs. Thai vorneweg. Dann sind wir
an die großen Dünen an der Atlantikküste und haben dann ein Hotel besetzt. Und das meine ich positiv, ja, also nicht besetzt. Da war die ganze Community, das waren damals 100 Leute oder sowas. Und da waren wir dann Wochenende die Dünen gegangen. Aber ihr ahnt es jetzt schon. Da gab es also Dama-Vortrag, Dama-Diskussionen und ähnliches mehr. Schweigend, Essen. Und zwischendurch durften die Nonnen dann auf Plastiksäcken über die Dünen rutschen. Tai saß dann altväterlich hinten und freute sich. So habe ich ihn auch woanders erlebt, in China, wenn wir alle irgendwo ein Eiscreme lutschten und irgendwie entstand sehr unnötige Glücklichkeitsphasen. Dann saß Tai und sagte, na nun lasse man. Aber nachher praktizieren wir wieder. Wir möchten uns also jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen, ja, und sagen, jetzt müssen wir also immer. Und trotzdem also von innen her schwingen. Von innen her sieht es, to care. Ja, I care. Das ist alles. Und da du uns das angeboren ist, dürfte es nicht schwer sein. Ich versuche das immer wieder zu machen. Zum Abschluss von was auch immer sage ich, Kinders, ist ganz einfach. Ist nichts Kompliziertes. Schade, das habe ich jetzt nicht mitgebracht von Tai. Dieses Gedicht, die gute Nachricht. Einige von euch kennen das wahrscheinlich. Und der letzte Satz heißt, und die gute Nachricht ist, du kannst es.